Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Mein Mann und ich haben seit kurzem ein Auto gekauft. Deswegen möchte ich euch heute in diesem Video darüber sprechen, welches Auto wir gekauft haben und welche Unterschiede es zwischen japanischen und deutschen Autos, Straßen und Fahren gibt. Also alle allgemeinen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, wo um das Auto geht. Dann los geht's! Ich habe heute insgesamt 20 Unterschiede. Der erste Unterschied ist Sitzplatz vom Fahrer und Beifahrer. In Deutschland sitzt ein Fahrer auf der linken Seite und ein Beifahrer auf der rechten Seite. In Japan sitzt ein Fahrer hingegen auf der rechten Seite und ein Beifahrer auf der linken Seite. Auch in Japan gibt es manchmal ein Auto, in dem ein Sitzplatz vom Fahrer auf der linken Seite ist. Solche Autos kommen meistens aus Ausland, zum Beispiel aus Deutschland. Dann ist der Sitzplatz vom Fahrer ja natürlich auch in Japan umgekehrt. Das gilt aber auch in Deutschland. In Deutschland gibt es manchmal auch einen Fahrersitz auf der rechten Seite, aber das ist vielleicht selten. Der zweite Unterschied ist Blinker und Scheibenwischer. In Deutschland sitzt ein Fahrer auf der linken Seite und ein Blinker gibt es auf der linken Seite und Scheibenwischer auf der rechten Seite. In Japan sind sie umgekehrt. Ein Fahrer sitzt in Japan auf der rechten Seite. Das heißt, ein Blinker ist auf der rechten Seite und Scheibenwischer auf der linken Seite. Als ich zum ersten Mal in Deutschland Auto gefahren bin, habe ich das immer verwechselt. Ich wollte nach links abbiegen. Dann muss ich eigentlich mit meiner linken Hand nach unten den Blinker drücken. Aber ich habe mit meiner rechten Hand nach oben den Scheibenwischer gedrückt. Ja, das Fenster wurde geputzt. Schön. Der dritte Unterschied ist manuell oder Automatik. In Deutschland fährt man gerne mit manuellen Autos. Manuelle Autos sind normalerweise günstiger als Automatikautos und man kann mit manuellen Autos schneller fahren. Auf Autobahn in Deutschland kann man manchmal ohne Limit fahren, dann braucht ihr ja wahrscheinlich manuelle Autos. In Japan darf man nicht so schnell fahren. Die Straßen sind eng und es gibt immer Limit und es gibt viele Berge, deswegen sind manuelle Autos nicht so gut für bergische Straßen und es gibt viele Berge. Automatikautos sind ja ein bisschen schwächer als manuelle Autos, aber praktisch finde ich. Und heutzutage fährt man in Japan meistens mit Automatikautos, außer LKW oder Sportwagen wie Porsche. Ja, wenn man schnell fahren möchte, dann braucht man manuelle Autos und Autos aus dem Ausland ist manchmal manuelle Autos. Aber viele kaufen in Japan Automatikautos. Mein Führerschein gilt nur als Automatik. Deswegen haben wir in Deutschland ein Auto von Automatik gekauft. Wegen mir. Der vierte Unterschied ist Fahrspur. In Deutschland auf der rechten Seite und in Japan auf der linken Seite. Als ich zum ersten Mal in Deutschland Auto gefahren bin, habe ich mich wirklich verwirrt, weil der Fahrspur umgekehrt ist. Außerdem ist Sitzplatz vom Fahrer auch umgekehrt. Ja, ich musste immer wieder beide Seitenspiegel gucken, damit ich wissen kann, ob ich überhaupt in der Mitte vom Straßen fahre. Ja, Abstände von der rechten Seite und linken Seite musste ich mal gucken. Ich bin anfangs tendenziell am rechten Seite gefahren. Mittlerweile gewöhne ich mich daran, aber es war sehr schwierig für mich. War ich gut? Sehr gut. Sehr gut? Mhm. Michael Schumacher. Der fünfte Unterschied ist rechts vor links oder links vor rechts. In Deutschland rechts vor links, in Japan links vor rechts. Es gibt manchmal in Japan
Kreuzung ohne Ampel. Dabei sollte man ein bisschen aufpassen. Normalerweise gibt es links vor rechts Regeln. Aber falls es beim Kreuzen ohne Ampel ein Verkehrsschild wie das und eine Linie auf der Straße gibt, dann muss man erstmal warten. Auf einer anderen Straße, wo es kein solches Verkehrsschild und keine Linie gibt, dann hat man dort Vorfahrt. Übrigens, wir haben ein Auto gekauft von Porsche. Nein, Scherz. Wir haben ein Auto von VW, also Volkswagen, gekauft. Unser Auto ist Golf 7 Sportwagen. Ja, das ist eine Familie- oder Rentenauto. Der sechste Unterschied ist Ampel. Ampel in Deutschland hängt oft senkrecht. Außerdem gibt es oft Ampeln in Deutschland am Straßenrand links und rechts. Es gibt sogar eine Ampel für Fahrräder. Außerdem sagt man in Deutschland grüne Ampel. Aber in Japan sagt man blaue Ampel. Außerdem hängt Ampel in Japan normalerweise horizontal, außer im Norden. Ampeln im Norden in Japan hängen wie in Deutschland senkrecht wegen der Schnee, aber normalerweise horizontal. Zudem ist die Ampel meistens oben vom Fahrer. Der siebte Unterschied ist Kreisverkehr. In ländlichen Städten in Deutschland gibt es oft Kreisverkehr, aber in Japan sieht man ganz selten Kreisverkehr. Es gibt manchmal Kreisverkehr, zum Beispiel in Hokkaido, Osaka und Gifu Präfektur, aber man sieht in Japan Kreisverkehr nicht so oft. Der achte Unterschied ist Parken. In Deutschland parkt man oft an den Straßen. Man kann manchmal kostenlos an den Straßen parken oder es gibt manchmal an den Straßen Parkplätze mit einem Automaten. Beim Shoppingcenter in Deutschland gibt es oft Parkhaus oder Parkplätze. Außerdem parkt man oft in Deutschland vorwärts, denke ich. Ich denke, viele Leute in Deutschland kaufen auf einmal viel, deswegen parkt man vorwärts, damit man einen Koffer vom Auto schnell aufmachen kann. Ist meine Vermutung richtig? In Japan parkt man hingegen nicht an den Straßen, sondern am Parkplatz. Es gibt deswegen oft Parkhäuser oder Parkplätze. Man kann in Japan schwierige Parkplätze finden, wo es kostenlos ist. Außer Parkplätze beim Kombini, Supermärkte oder andere Geschäfte. Dort sollte man aber nicht den ganzen Tag parken. Man soll parken, wenn ihr dort einkaufen möchte. Aber bei manchen ländlichen Städten wie Pampa parkt man manchmal einfach an den Straßen wie in Deutschland. Die Straßen in Japan sind meistens eng, deswegen sollte man nicht an den Straßen parken und dort ist meistens Parkverbot. Übrigens, ohne eigenen Parkplatz kann man in Japan kein Auto kaufen. Der neunte Unterschied ist Straßen. Die Straßen in Deutschland sind meistens breiter als in Japan. Aber manche Straßen finde ich wegen der daneben geparkten Autos eng. Ich finde, solche Straßen sind manchmal schwierig für mich, weil man ständig Seitenspiegeln und Autos aufpassen, die gegenüberkommen. Außerdem gibt es in Deutschland wenige bergige Straßen im Vergleich zu Japan und es gibt in der ländlichen Städte 30er-Zonen und dort gibt es eine Regel rechts vor links. Und es gibt in Dörfern lange Allee neben Bäumen. Das gibt es nicht in Japan. Die Straßen in Japan sind enger als in Deutschland. Vor allem in ländlichen Städten gibt es Straßen, auf denen nur ein Auto einseitig fahren kann, die aber für beide Seiten sind. Zudem gibt es an manchen Orten keinen Bürgersteig in Japan, insbesondere auf Land. Es gibt einfach nur eine Linie auf der Straße. Außerdem gibt es mehr bergige Straßen, wo in der Nähe vom Berge ist. Meine Tochter Mia ist wach geworden, aber trotzdem mache ich weiter. Der zehnte Unterschied ist
Verkehrsschilder. Ne? Verkehrsschilder. In Deutschland und Japan gibt es verschiedene Verkehrsschilder. Manchmal gibt es in Deutschland und Japan ähnliche oder gleiche Verkehrsschilder. Aber in diesem Video kann ich leider nicht alle unterschiedlichen Verkehrsschilder in Deutschland und Japan zeigen. Deswegen habe ich ein Verkehrsschild ausgewählt. Und zwar dieses Verkehrsschild. Dieses Verkehrsschild gibt es in Japan nicht. Dieses Verkehrsschild gibt es in Deutschland vor allem bei 50er-Zone. Und wenn es auf einer Straße dieses Verkehrsschild gibt, dann hat man Vorfahrt. Das muss ich immer wieder gucken in Deutschland, weil es dieses Verkehrsschild in Japan nicht gibt. Der 11. Unterschied ist Fahrradstraße. In Deutschland gibt es fast überall Fahrradstraßen. Und wenn Fußgänger auf der Fahrradstraße stehen, dann bekommt man oft Ärger von Fahrrädern. In Japan gibt es auch manchmal Fahrradstraße neben der Straße für Autos, aber das ist eher selten. Fahrräder in Japan müssen eigentlich auf der Straße für Autos fahren und sie müssen den Ampel für Autos gucken. Aber viele Fahrräder in Japan fahren einfach auf der Fußgängerzone. Der 12. Unterschied ist Schranke für Züge. Es gibt zwar auch in Deutschland Schranke für Züge, aber selten. Außerdem muss man nicht mal stoppen, wenn die Schranke nicht unter sind. In Japan gibt es mehr Schranke für Züge. Und auch wenn die Züge noch nicht kommen oder die Schranke noch nicht unter sind, muss man in Japan einmal vor der Schranke kurz stoppen. Der 13. Unterschied ist Tunnel. In Deutschland gibt es zwar Tunnel, aber sie sind weniger als in Japan. Japan ist ein bergisches Land, deswegen gibt es unter Bergen Tunnels. Und die Tunnels unter den Bergen oft lang. Ja, es gibt manchmal eine kurze Tunnels und auch gibt es manchmal in der Stadt. Aber die Tunnels in Japan sind deutlich mehr als in Deutschland. Der 14. Unterschied ist Autobahn. In Deutschland kann man kostenlos auf der Autobahn fahren und es gibt teilweise kein Geschwindigkeitslimit. Außerdem sind die Schilder für die Autobahn blau. In Japan muss man hingegen auf der Autobahn bezahlen und es gibt immer Geschwindigkeitslimit. Und die Schilder für die Autobahn sind grün und es gibt teilweise digitale Schilder auf der Autobahn. Der 15. Unterschied ist Centerline bzw. Linie auf der Straße. In Deutschland bedeutet eine orange Linie auf der Straße Baustelle, oder? In Japan gibt es auch eine orange Linie, aber die orange Linie ist in der Mitte der Straße. Und das bedeutet, man darf nicht überholen. In Japan gibt es noch verschiedene Linien in der Mitte der Straßen. Die mittleren Linien auf der Straße heißt Centerline in Japan. Außer eine orange Linie gibt es auch eine weiße Linie. Die weiße Linie bedeutet, man darf nicht überqueren. Und es gibt auch eine weiße gestrichene Linie, das bedeutet, man kann überholen und überqueren, wie in Deutschland. Die zwei weißen Linien bedeuten sowohl in Deutschland als auch in Japan gleich, aber die orange Linie bedeutet anders. Es gibt übrigens in Japan noch ein paar andere Linien in der Mitte der Straßen. Der 16. Unterschied ist Blitzer. In Deutschland gibt es oft an den Straßen Blitzer. Ich habe oft Blitzer an den Straßen gesehen. Auf der Autobahn in Deutschland gibt es zwar Blitzer, aber ich habe nicht so oft gesehen. In Japan gibt es auch Blitzer auf der Autobahn und auch auf der normalen Straßen. Ein Unterschied zwischen Deutschland und Japan bezüglich des Blitzers ist, dass ein Blitzer auf der Autobahn oft über die Straßen gehängt wird. Auf der normalen Straße in Japan habe ich weniger Blitzer gesehen und wenn es
Blitzer gibt. Dann gibt es Blitzer an den Straßen oder Polizei wartet manchmal an den Straßen. Sie verstecken irgendwo an den Straßen und sie kommen hinterher, wenn man schnell fährt oder wenn man irgendwie falsch fährt. Das heißt auf Japanisch Nezumitori. Ins Deutsch übersetzt Mäuse fangen. Ich wurde einmal auf einer Straße in Japan von Polizei gestoppt. Also, ich war ein Maus. Der 17. Unterschied ist Arten von Autos. In Deutschland gibt es Autos, in denen über 5 Leute sitzen können. Ansonsten LKW, Busse und so weiter an der Arten Autos. In Japan gibt es erstmal 2 Arten von Autos. Erstens, Keijidōsha bzw. Keiyon. In Keiyon können bis zu 4 Leute sitzen, inklusive Fahrer. Wir nennen oft Keiyon, also eine Abkürzung von Keijidōsha bzw. Keiyonrinjidōsha. Ich sage oft Keiyon. Zweitens, Futsūsha. In Futsūsha können bis zu 10 Leute, inklusive Fahrer, sitzen. Also Futsūsha ist größer als Keiyon. Ein normales Auto in Deutschland, in dem bis zu 5 Leute sitzen kann, ist in Japan also Futsūsha. Man kann mit Keiyon nicht so schnell fahren, deswegen merkt man den Unterschied zwischen Keiyon und Futsūsha, vor allem auf der Autobahn oder auf den bergischen Straßen. Aber Keiyon ist kompakt und man bezahlt weniger Steuer und Versicherung für Keiyon als Futsūsha. Außerdem sieht man oft in Japan Boxautos wie auf dem Video. Solche Autos sind beliebt für Familien und das Dach ist sehr hoch, damit man sich im Auto nicht so schmal fühlt. Übrigens, als ich in Japan war, habe ich ein Auto für mich gekauft. Das war Tanto Custom von Daihatsu. Habt ihr überhaupt die Marke von Daihatsu gehört? Schreibt gerne in die Kommentare. Selten, aber ich habe auch in Deutschland Autos von Daihatsu gesehen. Tanto Custom ist Keiyon, aber ich mochte ihn sehr. Da die japanischen Straßen eng sind, deswegen ist Keiyon praktisch. Der 18. Unterschied ist Hybridautos. In Deutschland habe ich auch ein paar Hybridautos gesehen, aber ich habe sie weniger gesehen als in Japan. Ich finde, es gibt mehr Hybridautos in Japan als in Deutschland. Also nur aus meiner Erfahrung her, aber ich habe mehr Hybridautos in Japan gesehen. Aber natürlich haben nicht alle Japaner Hybridautos. Hybridautos sind ja im Vergleich zu anderen normalen Autos weniger. Der 19. Unterschied ist Tanken. In Deutschland tankt man selber und nach dem Tanken geht man in einen Laden und bezahlt dort zu einem Mitarbeiter. In Japan gibt es 2 Arten von Tankplatz. Erstens, ein Tankplatz, wo man selber tankt und nach dem Tanken bezahlt man in einem Geschäft zu einem Mitarbeiter wie in Deutschland oder man bezahlt mit einem Automaten. Zweitens, ein Tankplatz, wo ein Mitarbeiter von Tankstelle für dich tankt und Fenster putzt. Nach dem Tanken bezahlt man im Auto zu einem Mitarbeiter. Also man muss gar nicht vom Auto aussteigen. Aber solche Tankplätze sind heutzutage immer weniger. Der 20. also letzte Unterschied ist Fernsehen im Auto. Sowohl in Deutschland als auch in Japan gibt es ein Bildschirm im Auto, mit dem man Radio, Navigation, DVD, Bluetooth und so weiter anmachen kann. Es kommt natürlich auf das Gerät an, aber in Japan gibt es ein Gerät, mit dem man im Auto japanische Fernsehprogramme sehen kann. Natürlich darf man nicht beim Fahrt Fernsehen gucken, aber beim Stoppen von Ampel oder so, dann kann man Fernsehen gucken. Mein Auto in Japan hatte auch ein Gerät mit der Fernsehfunktion. Ich habe manchmal Fernsehen geguckt. Es gibt auch einen Trick,
dass man beim Fahrt Fernsehen gucken kann, aber das ist Verbot. Das Fernsehen läuft nur, wenn man bremst. Ich bin nicht sicher, ob es auch in Deutschland ein solches Gerät gibt, also ob man im Auto in Deutschland deutsche Fernsehen gucken kann. Also ich möchte den Unterschied offener machen, also schreibt gerne in die Kommentare, ob es ein solches Gerät auch in Deutschland gibt. Und wenn euch noch mehr Unterschiede zwischen japanische und deutsche Autos, Straßen und Fahrt einfällt, dann schreibt gerne in die Kommentare, es gibt bestimmt noch mehrere Unterschiede. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß haben konntet. Lasst bitte einen Abo da, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Und natürlich einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao! Ciao! Escape.